So, Servus. Hi, hi, hi. Ich mache dein Schatzkart. Ich habe ja gehört, es wird ja sehr viel verlangt, dass ich das mal mache. Und weil ich ja halt sau gut wäre. Und dann machen wir das mal, ne? So. Also, meine Freunde. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, ne? Dann mache ich einfach mal die Tasche auf und dann gucken wir mal. Und dann gibt es ja hier Briefe, Rezeptbroschüre, und dann gehen wir einfach auf die Schatzkarte. Und ich suche mir jetzt einfach mal die aus. Wenn man die aufwascht, dann klickt man die einfach an. Und da ist er. Und da gehen wir einfach Wegmarkierung machen. Und dann gucken wir mal, wie weit es ist. Und das ist ja noch nicht mal so weit. So. Und da fangen wir einfach mal an. So. Da rufen wir mal das Hotel Hü. Dann steigen wir mal auf. Eigentlich auch ganz einfache Geschichte, das Aufsteigen, ne? Bringen wir mal hier dahin. So. Dann reiten wir einfach mal den Weg da noch. Und immer weiter. Genieße ein bisschen den Regen. Saarland ist das Wetter übrigens auch sehr wechselhaft. Bisschen Regen, bisschen stürmisch, aber auch mal die Sonne. So, und da reiten wir einfach mal da entlang. Kai und liebe Zuschauer, ich kann eben ein Stück Leona gegessen. Mm, war das lecker. Kai, kennst du noch die Leona? Da ja, komm ich schon bald in Saarland, da kann ich auch ein Stück Leona essen. So. So ist jetzt natürlich sehr spannend. Müssen auch ein bisschen genießen, so ein bisschen die Landschaft, das ist wirklich klasse gemacht. So, soweit kann es nicht mehr sein. Also nur zur Info, also ich bin ja so jemand, der hält sich immer an die Regeln und reitet immer schön der Markierung nur. So, und der Kai, der versucht hier immer natürlich den wilde Bild zu machen. Und reitet querfeld ein. Da bin ich jetzt ja nicht so dafür zu haben. Ich bin ja auch relativ ordentlich. So. Jetzt dürfen wir ja schon gleich da sein. Und da ich ja eigentlich ganz lieber bin, dann machen wir kurz Stopp. Und da füttern wir noch das Hottehü. Ein leckerer Apfel. So. Einwandfrei. Und dann geht's weiter. Ein bisschen kürzlich Arab, ich bin jetzt so. Soll ja schnell vorbei sein, ne? Ist ein bisschen ungewöhnlich für mich, mit mir selber zu schwätzen. Ich mach das zwar im Auto und so, mache ich das schon ein bisschen öfter. Also ein bisschen selber mit mir schwätzen, aber. So mit so Mikrofon und so. So, das sind wir schon. Da sehen wir schön die gelbe Markierung. Das gelbe Feld, wo halt anfängt. So. Und ich steige halt immer ab, weil ich ein gemütlicher Mensch bin. So, und dann laufe ich mal so ein bisschen da rum. Da gucken wir mal. Und irgendwann, wenn wir so
halbwegs in die Nähe von diesem Schatz kommt, fängt der Controller an, ein bisschen zu vibrieren. So, laufen wir genau zur Markierung. So, und dann gehen wir erstmal ein bisschen gucken. War nur Zeit. Noch vibriert nichts. Immer noch nichts. Dann gehen wir noch ein bisschen gucken. So, da habe ich jetzt schon so leichtes Vibriere. Da kann man schon mal gucken mit seinem Dead Eye. Vielleicht sieht man es zufällig. So, scheinbar geht es in die Richtung, weil es vibriert ein bisschen mehr. Dann machen wir noch mal ein bisschen Gas. Ich habe schon eine Vermutung, wo es ist. Ja, jetzt vibriert er. Ich halte mal an der Kopfhörer. Also ans Mikrofon. Können also das Vibriere hören. Ganz toll. So, es wird immer mehr. So, jetzt machen wir. Ziehen wir schon dahin. Der goldene Glitzer. Jetzt gehen wir mal hin. So. Ich hoffe, ihr habt sogar das Vibriere gehört. So, und da ist er schon. Sina, ihr leid, das ist eigentlich alles gar kein Hexenwerk. So, dann machen wir es mal auf. So, und dann gucken wir mal, was es gibt. Einwandfrei. Also ich würde sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Und das war's schon. So, da Himbeere nicht voll. Erst machen wir noch ein paar. So, dann wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Aber ich gehe mal davon aus, ich bin ja wirklich eigentlich schon da drin ein Profi. Gerade auch im Erklären und so. Wenn ihr frohe habt, erfrohen mich. Ich helfe euch. So. Danke Nacht.